hier auf meinem Kanal. Ich bin Nathalie und bei mir dreht sich alles ums Selbermachen. Ich bin Mama, berufstätig, Hausfrau, Haus- und Gartenbesitzerin und deshalb geht es in meinen DIYs meistens um diese Bereiche, aber auch immer irgendwie um alles andere. Und wenn ihr da auf der Suche nach kreativen Input seid, dann würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke drückt, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Und in meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr aus solchen Wäscheklammern solche schönen Schneeflocken ganz einfach selber basteln könnt. Ihr braucht dazu gar nicht viel, ihr braucht Wäscheklammern. Schön ist es, wenn ihr da so verschiedene lange Wäscheklammern habt, um einfach beim Gestalten der Schneeflocken schöne verschiedene Motive zaubern zu können. Meine Schneeflocken hier sind sehr einfach gehalten. Ihr könnt sie natürlich auch weiß bemalen oder besprühen, mit Glitzer arbeiten. Also ihr könnt euch da ganz kreativ austoben. Ich finde eine wunderschöne weihnachtliche Deko. Ihr könnt damit die Barbara-Zweige dekorieren. Ich lasse hier die größeren immer von der Gardinenstange hängen. Und was auch ganz toll aussieht, wenn ihr Geschenke damit dekoriert. Und wie ich das Ganze jetzt gemacht habe, das zeige ich euch jetzt im Video. Ihr seht hier ein paar meiner fertigen Schneeflocken. Wie ihr auch gut sehen könnt, könnt ihr diese Klammern, die ja die Wäscheklammer an sich zusammenhält, auch gut verwenden. Das sieht auch besonders schick aus. Und ihr könnt in der Mitte das Loch hier freilassen. Oder ich habe hier so kleine weiße Streuteile, so kleine Schneeflocken aus Holz aufgeklebt. Zum Basteln dieser Schneeflocken benötigt ihr also Wäscheklammern. Wie gesagt, es ist sehr schön, wenn ihr da verschieden lange habt. Ich verlinke es euch unten in der Infobox, wo ich die meinen her habe. Ihr braucht einen Kleber, der natürlich Holz klebt. Dann so Streuteile für die Mitte, wenn ihr wollt. Oder auch Farbe zum Bemalen, Glitzer, wie auch immer. Und eine Schnur oder Kordel zum Aufhängen. Die erste Schneeflocke, die ich euch zeige, hat in der Mitte kein Loch. Dadurch ergibt sich, dass die 8 Zacken nicht die gleiche Länge haben, sondern eben unterschiedlich lang sind. Für eine Schneeflocke benötigt ihr 8 Wäscheklammern, die ihr zunächst einmal zerlegt. Dann können die Wäscheklammern auch schon zusammengeklebt werden. Dazu werden die geraden Seiten der Wäscheklammern zusammengeklebt. Ich nehme hier dann noch solche Stoffklammern zu Hilfe, damit das Ganze schön zusammengepresst wird und nicht verrutscht. Sind die 8 Wäscheklammern soweit vorbereitet und der Kleber ist gut getrocknet, können die einzelnen Teile zu einer Schneeflocke zusammengesetzt werden. Beim Zusammenkleben beginne ich damit, zuerst die senkrecht liegenden Wäscheklammern aneinander zu kleben, dann die waagrechten und zuletzt dann die, die dazwischen liegen. Das Ganze muss dann natürlich wieder trocknen. Ist die Schneeflocke getrocknet, dann könnt ihr die Zwischenräume nochmals mit Kleber ausfüllen, damit das Ganze einfach mehr Stabilität bekommt. Wie gesagt, halte ich meine Schneeflocken sehr schlicht und klebe nur in der Mitte so ein Streuteil aus Holz auf. Somit ist eine einfache Variante an Schneeflocken fertig. Wenn euch das jetzt nicht so gefällt, dass die Zacken unterschiedlich lang sind, dann könnt ihr die einzelnen Wäscheklammern auch so anordnen, dass die Mitte frei bleibt. Dadurch werden dann die Spitzen gleich lang. Das Prinzip ist wieder das gleiche wie vorher, braucht wieder 8 Wäscheklammern, die ihr zusammenklebt. Die Kontaktfläche der einzelnen Wäscheklammern ist hier natürlich geringer, daher solltet ihr das Ganze, wenn erst einmal die erste Lage Kleber getrocknet ist, nochmal die Zwischenräume mit Kleber etwas fixieren. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr so eine Schneeflocke gestalten könnt, bei der ihr auch gleichzeitig die Klammern bzw. die Federn, die die einzelnen Wäscheklammern zusammenhalten, verwenden könnt. Dazu braucht ihr wieder 8 Wäscheklammern und zusätzlich 8 Federn. Auch hier wieder das gleiche Prinzip. Ihr zerlegt euch die 8 Wäscheklammern in ihre Einzelteile. Dann werden die Federn aufgeklebt. Also pro Wäscheklammernteil müsst ihr eine Feder aufkleben. Dazu gebt ihr in die oberste Einkerbung auf der Seite, wo das Wäscheklammerl spitz zusammenläuft, einen Klecks Kleber und legt dort die Feder hinein. Diesen Schritt müsst ihr wie gesagt 16 Mal machen.
Ich habe jetzt hier mal 4 vorbereitet. Dann gebt ihr auf die Längsseite, auf die flache Längsseite vom Wäscheklammerl einen Streifen Kleber drauf und klebt dann analog dazu wieder ein Stück Wäscheklammer oben drauf. Damit nichts verrutscht und alles schön aneinander gepresst wird und dort ist, wo es sein soll, fixiere ich mir das Ganze noch mit so großen Stoffklammern. Ist der Kleber gut getrocknet, dann könnt ihr die Schneeflocke wieder so zusammensetzen wie gehabt. Also entweder ihr lasst in der Mitte so einen Kreis frei oder ihr legt die Wäscheklammern direkt aneinander. So wie ich euch das bei der ersten Schneeflocke gezeigt habe. Mir gefällt es besser, wenn die Zacken der Schneeflocke gleich lang sind. Daher lasse ich hier wieder in der Mitte so einen Kreis frei. Ist die erste Lage Kleber wieder getrocknet, dann fixiert nochmal die Zwischenräume und die Übergänge zwischen den einzelnen Wäscheklammern mit Kleber. Die nächste Schneeflocke, die ich euch zeige, bei der sind die Federn versetzt angebracht und auch die Wäscheklammern sind nicht exakt übereinander geklebt, sondern etwas verschoben. Ihr braucht dazu wieder 8 Wäscheklammern und doppelt so viele Federn, also 16 Stück. Die Wäscheklammer wird wieder zerlegt. Dann wird die flache Längsseite der Wäscheklammer mit Kleber bestrichen und das Gegenstück draufgeklebt. Aber nicht so wie vorher immer exakt übereinander, sondern so wie ihr hier seht, etwas verschoben. Jetzt gebt ihr wieder einen Klecks Kleber in die oberste Kerbung auf der Seite, wo die Wäscheklammer zu einem Spitz zusammenläuft. In diese Kerbe bzw. dort, wo ihr den Kleber hineingegeben habt, wird dann die Feder platziert. Ihr könnt dann auch noch den restlichen Teil der Feder an der Wäscheklammer mit Kleber fixieren. So bereitet ihr euch die 8 Wäscheklammern vor und wenn alles gut getrocknet ist, dann könnt ihr die einzelnen Teile zu einer Schneeflocke zusammenkleben. Dabei werden die Wäscheklammern so ausgerichtet, dass sie in der Mitte schön ineinander greifen. Legt euch die ganze Schneeflocke zunächst mal auf und klebt dann wieder die einzelnen Wäscheklammern aneinander. Vor dem Trocknen richtet ihr euch die einzelnen Wäscheklammern nochmal schön aus, damit es eine symmetrische Schneeflocke ergibt. Ihr könnt die Mitte natürlich so lassen. Ich finde, dieser Übergang sieht sehr schön aus. Ich klebe hier jetzt bei einer so ein Streuteil aus Holz auf. Ihr könnt die einzelnen Techniken auch kombinieren, so wie hier. Dazu klebt ihr 8 große Wäscheklammern exakt übereinander und in die Zwischenräume gebt ihr dann kleinere Wäscheklammern. Ihr könnt zum Beispiel auch 2 fertige Schneeflocken übereinander kleben. Meine Schneeflocken sind jetzt soweit alle fertig und gut getrocknet. Jetzt müssen wir natürlich noch uns überlegen, wie wir das Ganze aufhängen wollen. Eine Möglichkeit ist, dass ihr ein Bändchen zwischen 2 Wäscheklammernteilen mit anklebt. Ihr könnt dabei das Bändchen einfach nehmen oder wenn ihr gleich so eine Schlaufe haben wollt, dann legt ihr einfach die beiden Enden übereinander und zwischen die Wäscheklammer. Das Problem bei so direkt eingeklebten Bändern ist jenes, dass man in der Länge nicht mehr flexibel ist. Bei dem einfach gelegten Band kann man es vielleicht noch kürzen, aber nicht mehr länger machen. Daher habe mich ich entschieden, mit der Bohrmaschine einfach durch eine Schneeflockenzacke ein Loch zu bohren und durch dieses Loch dann die Kordel hindurch zu fädeln. So kann man dann später auch, wenn man es kürzer machen will oder länger machen möchte, noch flexibel sein. Und voilà! Meine selbstgebastelten Schneeflocken aus Wäscheklammern sind fertig. Hat euch mein Video gefallen? Dann drückt doch die Glocke und abonniert meinen Kanal, damit ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt voilà.